So, Hallöchen, da sind wir wieder. Ja, wie ihr seht, sind wir hier im Startmenü. Wir mussten leider von vorne anfangen, weil ein größeres Update kam. Ja, ist natürlich ein bisschen traurig, wir waren ja doch schon recht weit. Aber was willst du machen? So ist es halt im Early. Ja, dann würde ich sagen, wir starten wieder ähnlich wie letzte Mal mit einer, mit den Farmen. Und dann müssen wir halt gucken, wie wir weitermachen. Sind ein paar Sachen dazugekommen, werde ich euch dann zeigen. Also, bis gleich. So, da sind wir dann schon. Ja, ich kann ja erstmal ganz kurz ein bisschen was zeigen, was sich so geändert hat. Wie zum Beispiel, dass wir jetzt hier ein schöneres Overlay haben. Die ganzen Schriften sind weg und sind durch Icons ersetzt. Die Icons von den Sachen sind jetzt auch bunt. Finde ich jetzt nicht ganz so gelungen. Sieht ein bisschen aus, wie als wenn meine Kinder ihr Malbuch ausgemalt haben, aber gut. Halt, die ganzen Sachen. Es sind auch ein paar neue Sachen dazugekommen, wie Dioden. Die Ländergrenzen, Staatsgrenzen sind jetzt farbig. Jede Staatsgrenze hat jetzt ihre eigene Farbe. Also das ist mir zumindest so aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das vorher so war. Ich glaube aber nicht. Ja, also fangen wir an. Hier ist es allerdings alles noch farblos. Wir nehmen wieder Farming, wie gesagt. Ready. Suchen uns dann eine eigene Stadt, geeignete Stadt. Nochmal. So. Brauchen natürlich wieder unser Wasserwerk. Fangen mit einer Cropform an. Eine Plantage. Hier werden wir erstmal noch nichts nehmen. Und hier werden wir wieder unser Truck Depot freischalten. Ja. Was war noch? Ja, die KI scheint jetzt viel mehr Tunnel zu bauen, ist mir aufgefallen. Und wir haben endlich das Terraforming Tool dazu bekommen. Des Weiteren habe ich im Video gesehen von den Entwicklern, wer sich jetzt noch nicht so ganz entschieden hat, ob er sich's kaufen möchte oder nicht. Es gibt eine kostenlose Demo, da kann man auch schon ein bisschen was spielen. Der Content ist wohl leicht eingeschränkt. Man hat eine kleinere Karte. Aber ich denke mal so zum Ausprobieren, ob es was für einen ist. Das ist doch eine gute Sache. Also einfach runterladen und dann loslegen. So, was haben wir hier? Wir haben schon einen Hardware-Store, der nimmt schon mal Baumwolle. Und neu sind auch Kartoffeln, die gab es vorher, glaube ich, auch nicht. Also, ich weiß, dass es vorher keine Kartoffeln gab. Weintrauben, nee, Beeren. Also, das wären schon mal drei Sachen, die wir hier hätten, die passen würden. Ist natürlich nicht so groß. Aber wir werden erstmal Pause machen, bevor hier die Gegner richtig loslegen. Wie ihr seht, hat sich hier schon die erste Farm gebildet. In der Zeit, wo ich mit euch hier quatsche. Die Stadt Cross. Wie sieht's bei der aus? Baumwolle. Äpfel. Gemüse und Weizen. Es ist auch jetzt auch so, dass wir nicht Gemüse am Anfang haben, sondern Weizen. Da werde ich euch auch zeigen, da hat sich auch noch mal ein bisschen was geändert. Das heißt, Gemüse bringt uns jetzt in erster Linie erstmal nicht ganz so viel. Das müssten wir also erstmal freischalten. Dann haben wir hier noch Wood. Auch relativ schön am Wasser dran.
Baumwolle. Und wieder Weizen. Nö. Hatten wir jetzt hier unten schon. Hampton Kings. Hampton Kings. Weiß ich nicht genau. Gucken wir nochmal. Bären, Weizen, Kartoffeln sieht doch gut aus. Und Baumwolle. Mit dem Wasser sieht es hier nicht ganz so gut aus, oder? Da hätten wir einen weiten Weg. Nicht so ein idealer Startpunkt. Hier ist noch eine ganz kleine Stadt. Meld. Wie sieht es hier aus? Baumwolle und Kartoffeln, Hopfen, Gemüse. Nee. Oh, da wäre noch eine größere Stadt. Und noch eine kleinere, die auch wieder ein bisschen mehr am. Aber die ist so abgeschnitten, das ist dann ewig bis zur nächsten Stadt. Also Baumwolle nehmen die ja fast alle. Weizen, Kartoffeln. Und Baumwolle. Ja, sieht gut aus. Schön großes freies Land. Hier können wir das Wasserwerk hinpacken. Dann würde ich sagen, starten wir hier. Also fangen wir an. Wasserwerk. Achso, ja, wir sollten vielleicht erstmal die Baugenehmigung kaufen. So, voll. Hey, die war ja recht günstig sogar, sonst kostet das ja immer mindestens 1 Million. So, dann können wir doch gleich mal zeigen, wie der Landschaftseditor funktioniert. Terraforming. Ja, man es einfach hier so ziehen. Auf die Fläche, auf die Höhe, die man es haben möchte. Hopp. Höher geht auch. Bäume pflanzen können wir. Ziemlich cool. So, jetzt die Harvester dazu. Oh. Oder ich hab Platz noch her. Passt ganz genau. Dann verbinden wir das hier. Haben wir schon mal unser Wasser. So, was noch neu ist, ist meiner Meinung nach, können wir jetzt gleich 3 Destinationen anfahren. Das waren meiner Meinung nach vorher nur 2. Aber ich kann mich auch irren. Wir haben allerdings immer noch nur 5 LKWs. So, das haben wir jetzt schon mal ersetzt. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns das Einebnen hier kosten würde. Elftausend? Oh, naja, es geht. Es ist jetzt nicht mega teuer. Kann man mit leben. Dann bauen wir mal unser Farming Tool hier hin. Fangen mit der Crop Farm an.
Obwohl, warte mal, wir gucken mal lieber noch mal, bevor ich hier wieder irgendeinen Müll mache. Weizen und Berries und Kartoffeln. 102, 102 und die Berries haben 110. Was bringt die Baumwolle? Die Berries bringen um einiges mehr. So, dann fangen wir mal mit den Berries an. Also brauchen wir eine Plantage. Ne, die Karte wollte ich nicht drehen. So. Schon wieder. Dann haben wir die schon mal. Mal sehen, ob wir gut gezielt haben. Naja, einigermaßen. War nicht ganz so, wie ich es haben wollte. Schließen wir das Wasser an. Gucken wir gleich. Berries sind schon angewählt. Und jetzt ist hier der Unterschied. Ihr seht schon, wir brauchen jetzt zwei Wasser für ein Feld und kriegen dann aber für das Feld gleich zwei Beeren. Bei den Weizen ist es anders, da brauchen wir nur ein Wasser. Wir kriegen aber dafür dreimal Weizen auf einem Feld. Ach, wir können jetzt schon Eisenbahnschienen bauen. Aha. Sehr interessant. Die bringen einem natürlich noch nichts. So, jetzt müssen wir allerdings noch Felder setzen. Hier hin. Und hier hin. Und jetzt können wir das Ganze sogar noch ein bisschen schön gestalten. Wir machen es einfach mal. Wir können nämlich jetzt auch Bäume setzen. Da sieht es doch gleich viel schicker aus. Machen wir hier nur einen hin. Und hier. Könnte man sich sogar hier so eine schöne Allee bauen. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Gut, jetzt haben wir jetzt schon mal die Berries. Dann würde ich sagen, machen wir doch gleich weiter mit dem Weizen. Obwohl ich mir gerade überlege, ob das so eine gute Idee ist, weil wir jetzt zwei Wasser brauchen und wir haben nur einen. Na gut, wir können notfalls noch ein bisschen Wasser zukaufen. Das wäre jetzt nicht das große Problem. Machen wir einfach. Also noch eine Crop Farm. Die setzen wir vielleicht hier so hin. Da machen wir das dann ähnlich mit den Bäumen. Und hier noch eine Reihe. So. Dann würde ich sagen, brauchen wir unser berühmtes LKW-Depot.
hier hin. Hier geht's wieder zurück. So. Dann werden wir das Wasser zu unserem Truck Depot liefern. Genau. Damit wäre das schon mal erledigt vom Truck Depot. Liefern wir das Wasser. Einmal zur Crop Farm und einmal zur Plantage. Das machen wir genau umgekehrt, dass die Plantage mehr Wasser bekommt. Und dann würde ich sagen, kaufen wir. Wo ist er? Ist er hier? Nee. Wasser. Zwei LKWs müssten ja eigentlich reichen. Dann haben wir 5 LKWs. Genau. Und dann können wir erstmal weiter, brauchen wir ja nicht unbedingt. Der Weg hier ist relativ weit. Wir können jetzt gucken, ob der Markt jetzt so besonders toll ist. 90% sogar nur. Und für Kartoffeln, die wir jetzt gar nicht angebaut haben. Gut, wäre 122. Könnten wir natürlich eher Kartoffeln anbauen. Ja, könnte man machen. Die Frage ist, ob wir so viel, oh, wir sollten die vielleicht auch noch anschließen, so viel Kartoffeln schon mal anfangen herstellen, dass es sich lohnt. Naja, versuchen wir es mal. Gut, dann verkaufen wir einmal mit 2 LKWs nach Stone. Und nochmal mit 3, das ändern wir dann gleich um. Ist das hier Kingston? Oder Kingdon? Kington. So, jetzt haben wir's. Na, was jetzt hier macht. Müssen wir es nochmal setzen oder was? Okay. Ah, jetzt geht's zurück und hier. Das macht er nicht, weil Destination unerreichbar. Ohne nichts zu liefern. Ja, gut, ist klar. Dann würde ich sagen, drücken wir mal auf Start und gucken uns die ganze Geschichte mal an. Jetzt dauert es natürlich nur, wenn ihr mal hinguckt, auch hier ist jetzt Animation im Spiel. Sehr schön. Bin mir ziemlich sicher, dass es vorher nicht war. Macht das Ganze ein bisschen lebendiger
Ist jetzt nicht mega viel, aber naja, wenigstens ein bisschen. Ja, der Wassertank schwappt da so ein bisschen rum. Ich weiß nicht, ob hier auch irgendwas ist, was sich bewegt. Beim Sägewerk habe ich bei einem anderen Spiel gesehen. Fliegen die Bretter so hin und her. Die Silos bewegen sich hier, was auch immer das bringt. Machen sie bei uns auch, sehe ich gerade. Na gut. So, da kommen die ersten Wasser-LKWs. Kollisionsabfrage von den Lastwagen ist leider immer noch nicht drin. Da hätte ich mich gefreut, weil das hätte die Sache wirklich spannend gemacht. Da bin ich noch mega gespannt drauf. Also das macht die Sache bestimmt mega knifflig. Aber ich denke mal, dass sie da wahrscheinlich warten werden, bis die Highways rauskommen. Und wir werden mal ein bisschen mehr Gas geben hier. Ups. Oh, die ersten drei LKWs sind Tatsache gleich erstmal hierhin gefahren. Jetzt gucken wir mal, sind nämlich erstmal nur, weil wir ja immer wirklich zwei brauchen. Jetzt fängt das nächste Feld an. Vier. Und deshalb habe ich hier auch mehr Wasser hingebracht. Die müssten. Hier laufen nämlich jetzt schon mit zwei Wassern. Und jetzt kommt das dritte. Ja. Und so startet die ganze Geschichte. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Hier müsste ja jetzt eigentlich schon das erste weg sein. Aber hier liefern wir nichts. Da haben wir vergessen einzustellen. Gut. Dry Trucks müssten ja erstmal reichen. Wenn nicht, machen wir es noch ein bisschen höher. Was sagt er hier? Habe ich hier was vergessen anzuschließen? Ah, ist klar. Jetzt verstehe ich's. Und los geht's. Ah, genau. Gut. Jetzt stehen hier auch die Städte. Ich hatte mich schon gewundert, war mir ziemlich sicher, dass so eigentlich da stand, welchen Markt man ausgewählt hat. So, aber Berries wollten die meiner Meinung nach nicht haben, oder? Ne, doch, Tatsache, könnten wir auch hinliefern. Bringt allerdings nicht so viel. Verkaufen wir lieber bei uns. 89. Na gut. 33% schon gleich. Und hier ist das Sägewerk. Hier seht ihr, die Bretter werden hier durchgeschnitten. Und hier fahren fleißig die Bagger hin und her. So. Wie sieht's denn aus? Ja, dann Autosave passt auch sehr gut. Würde ich sagen, passt es doch jetzt ganz gut an der Stelle. Schauen wir beim nächsten Mal weiter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Oder schönen Tag, je nachdem. Macht's gut, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Däumchen da lassen. Na dann, wie gesagt, macht's gut.